Jo Leute, was geht ab? Nein, wundert euch nicht, ich habe noch Videos, wo ich im Wald rumlaufe und das werde ich auch weiterhin machen. Ja, das Video, ihr seht schon am Titel, es geht halt um meine Drohne, deswegen mache ich das halt jetzt hier. Ja, und zwar habe ich die sozusagen geschrottet und die Geschichte dazu ist eigentlich ziemlich lustig. Wir gucken uns aber erstmal die Drohne an. Also hier habe ich diese Rotorblätter, die habe ich halt hier drin, ihr seht schon, also ja, die haben auf jeden Fall was abbekommen. Aber was ist eigentlich passiert? Ja, der Typ von Host Unlimited, der Tim, der macht gerade ja so ein Special quasi für seinen YouTube-Kanal, wo er halt redet, wie er seine Firma gegründet hat, wie das Ganze halt angefangen ist. Und da wollte er auch einige Drohnenaufnahmen haben. Und ich habe gesagt, klar, okay, ich filme das für dich. Ist ja kein Ding. Und ja, dann haben wir halt gefilmt den ganzen Tag. War auch alles super und gut. Die Drohne hat auch gut mitgemacht. Ja, dann war der Akku aber fast alle. Und wir waren quasi schon am Ende der Dreharbeiten und ich hatte noch so 8%. Und habe so gesagt, okay, wir waren nämlich gerade am Fluss, weil wir da drüber geflogen sind. Ich fliege nochmal so einen Meter über dem Fluss, weil der Fluss sah mega geil aus mit den Büschen links und rechts. Das war einfach mega cool. Und da wollte ich halt einfach so lang fahren, ne? Weil das halt einfach mega geil war. Nee, ich hatte sogar noch mehr. So, ich hatte 15%, glaube ich, noch und bin dann halt langsam hingeflogen und so bei ungefähr 10% habe ich wieder umgedreht, ne, weil klar, es sind halt nur 10%, die gehen bei einer Drohne relativ schnell weg und war schon auf dem Rückweg und bei 8% hat die Drohne sich einfach gedacht, ach nö, weißt du, ich lande jetzt und die ist wirklich ungelogen über dem Wasser, also ich habe das auf der Kamera gesehen, die ist einfach nach unten gegangen und ich dachte so, fuck, was mache ich jetzt? Ich habe es überlegt, ziehe ich hoch, aber dann dachte ich so, naja gut, die wird ja schon Grund haben, warum sie halt landet und habe halt versucht, die irgendwie aus dem Wasser zu kriegen und bin dann halt mit Fullspeed noch zum Ufer. Zum Glück hatte der Fluss vielleicht eine Breite von 5 Metern oder so. Deswegen habe ich es wirklich gerade so noch zur Seite geschafft. Und ja, da war die relativ schnell. Also das letzte Bild, was ich bekommen habe, war, wie die gegen, also an einem Baum vorbei ist. Und dann hat die sich wahrscheinlich überschlagen. Die ist, glaube ich, sogar noch über einen Baumstamm, der da halt lag, hinweg in so einen Busch rein, wo die dann so ein bisschen drin verhakt war. Das war relativ hart und bitter. Die Drohne sieht jetzt so aus. Da muss ich mal gucken, wo das ist. Also hier ist erstmal so ein bisschen abgebrochen. Auf der Seite, glaube ich, geht es sogar. Hier ist es extrem. Also hier hat die sehr viel Schaden genommen. Hier ist es halt weggebrochen. Und hier fehlt auch irgendwas, also das Teil, was halt hier drin war. Und an der Kamera ist eigentlich, ihr seht hier noch diese Glassplitter, das ist eigentlich noch so ein Glas vor der Kamera, wahrscheinlich, um die ein bisschen zu schützen. Ja, das Glas ist einfach weg, das ist komplett weggebrochen. Die Linse selber hat zum Glück keinen Schaden genommen. Und ich meine auch, dass hier was fehlt. Weil ich glaube nicht, dass das mal so offen war, aber das weiß ich nicht. Da habe ich ehrlich gesagt nie so wirklich drauf geachtet. Ja, ansonsten ist sie halt nur dreckig, ein bisschen. Also sonst hat die keinen Schaden, aber das ist natürlich trotzdem ziemlich bitter. Ich habe jetzt heute mit dem DJI Support geschrieben. Ich habe denen auch gesagt gehabt, dass ich das nicht okay finde, dass meine Drohne einfach dann so runtergeht, ne? Also natürlich kann man auf der einen Seite sagen, naja, bei 8% sollte man die halt nicht mehr fliegen lassen. Auf der anderen Seite sind es aber halt noch 8%. Und ich meine, die war ja auch nicht weit über dem Boden, ne, auf der App, weil ich muss sie immer mit dem iPad starten, steht ja auch, wie hoch die ist. Und die war irgendwie, glaube ich, 2 Meter oder so hoch, ja. Und da müsste die Drohne dann ja intelligent selber erkennen, okay, ich habe noch 8% Akku. Ja, 2 Meter ist nicht schlimm, da kann ich noch fliegen. Ja, wenn die jetzt 50 Meter hoch wäre, ja, und die sagen müsste, okay, ich muss jetzt langsam runter, sonst kann ich abstürzen oder so, wenn der Akku alle ist, wäre das ja gar kein Ding. Aber bei 2 Meter ist ja wirklich gar keine Gefahr für die Drohne da. Ja, ich glaube, selbst wenn der Akku alle gewesen wäre und ich wäre über ein Feld einfach so auf den Boden gefallen von 2 Meter, ja, 2 Meter, das ist wahrscheinlich ungefähr so. Also da passiert halt überhaupt nichts. Und da habe ich mich an, habe ich auch geschrieben gehabt, aber natürlich ganz sachlich, meinte so, ja ey, ne, bei 8% ist sie einfach gelandet, ich konnte die gerade noch retten, ich möchte, dass ihr die repariert, ne? Oder, ja, ich habe ja gesagt, repariert. Ich hätte auch sagen, fragen können nach einer neuen, aber ist mir eigentlich egal. So, ne, die sollen ja einfach reparieren und dann passt das für mich. Ich bin da keiner, der jetzt sagt, ich muss unbedingt was Neues haben. Ja, dann hat der Support aber auch direkt geschrieben gehabt, so, ja, kein Ding, das kann man wahrscheinlich locker reparieren lassen. Und hat mir jetzt eine E-Mail gegeben, wo ich halt meine ganzen Daten und sowas hinschreiben musste und jetzt hoffe ich einfach mal, dass die sich bis morgen oder bis Mittwoch melden oder so. Ich meine, jetzt ist sowieso erstmal Gamescom nächste Woche. Das heißt, ich brauche... Okay, aus irgendeinem Grund ist gerade die Speicherkarte einfach ausgegangen. Also die Kamera mit dem Grund, ja, die Speicherkarte ist zu gering. Also die Schreibgeschwindigkeit. Und, also kann, ich habe so viel Pech mit SD-Karten. Das ist echt krass. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe dann halt einfach... Also hoffe jetzt einfach mal, dass sie die dann reparieren. Ja, aber wie gesagt, für mich ist es einfach ein Fehler. Aber ich finde bei 8% auf keinen Fall so. 8% ist fast ein Zehntel von der gesamten Akkuleistung. Und der Akku von den Drohnen hält generell nicht lange. Und dann soll ich auch noch auf 10% des Akkus verzichten. So, das geht für mich gar nicht. Bei 3 oder 2% hätte ich gesagt, okay. Vor allem, du siehst ja auch in der App oben, wie lange die noch fliegen kann. Und ich glaube, da stand 3 Minuten oder so, weil ich wirklich langsam einfach über den Fluss geflogen bin. Also jetzt nicht mit Fullspeed oder so, sondern wirklich langsam, smooth. Ja, und da hätte ich nur 3 Minuten fliegen können und die Drohne sagt sich, nee, das reicht jetzt. Und ich finde einfach, das ist ein Fehler in der Software oder von mir
mir aus auch einfach ein Bug oder so. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich finde, das geht nicht fit. Ja, wenn, dann sollte es erstmal noch eine Warnung geben oder so, okay, ich lande gleich, bevor der es einfach macht. Ja, das geht, finde ich, auch nicht, weil genau sowas ist halt scheiße, weißt du? Du bist vielleicht gerade irgendwo, wo du nicht landen kannst und die Drohne denkt sich so, ja, ich gehe jetzt runter. So. Und ich gerade, das ist eine 1.500-Euro-Drohne. So, da erwarte ich einfach, dass man vorher gewarnt wird, dass die auch sicher ist. Weißt du, dass gesagt wird, okay, in was weiß ich, 10 Sekunden oder so gehe ich auf den Boden. Das hätte gereicht, ne? Dann hätte ich die schnell, weiß ich gar nicht, was ich gemacht hätte, eventuell nach vorne und aufs Feld, da war nämlich so ein Feld. Oder ich hätte die generell ans Ufer gesetzt und hätte gesagt, okay, wir müssen die da halt einsammeln, das wäre ja kein Thema gewesen. So ist das natürlich richtig bitter. Wie gesagt, es sieht so aus, als wenn die reparieren, also was anderes, das wäre auch lächerlich, ne? Ich meine, so kaputt ist die jetzt ja auch nicht, ne? Ich meine, die würden wahrscheinlich das Bein austauschen, nehme ich mal an. Und bei der Kamera kann man einfach ein neues Glas dran machen und vielleicht ein, zwei Teile austauschen, das war's. Also das ist jetzt auch nicht so, dass die komplette Drohne im Arsch ist oder so. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder im Wald, meine Freunde. Bis dann, okay, thanks, bye.